Der Lindenhof befindet sich im östlichen Ringgebiet. Momentan wird das historische Gebäude renoviert und es wird in den Ursprungszustand zurückversetzt. In einem Rundgang erläutert die Besitzerin Eleonore Eiswirth, was alles renoviert wird und wie die Pläne für die Zukunft sein werden. Wieso ist dieses Gebäude eingerüstet, dein Gebäude? Und wie kommt eine Gynäkologin darauf, ein solches Projekt in die Wege zu leiten? Ja, lieber Sven, wie alles im Leben, es ist ein absoluter Zufall. Es ist ein wunderschönes Haus, ich kenne das ewig. Ich war schon Papaolo mehrfach essen mit meinen Kindern. Dann per Zufall, durch den Tango, bin ich gekommen in das Haus und wir haben die Räume gemietet, Unterrichte gegeben, seit 2016. Und dann irgendwann stand die Frage, was passiert mit diesem Haus? Und Herr Stefan Gmürig, der Vorbesitzer, hat gesagt, dass er super toll findet, was wir hier veranstalten, an Konzerten, an Bällen, an verschiedenen Veranstaltungen, dass er sich freuen wird, wenn ich das weiter fortsetze. Und so ist das Haus an uns übergegangen. Und ich liebe Konzerte, ich liebe Musik, ich liebe Theater, ich liebe Tanz. Und das ist großartig, dass man das jetzt so verwirklichen muss, dass man das Haus wiederbelebt. Belebt durch viele Aspekte, durch Gastronomie, durch das Theater, durch Feiern, durch Tanz. Ja, also du siehst, das war alles ein Zufall. Also es ist ein Haus, was ganz viele verschiedene Aspekte hat und du bringst es jetzt wieder in Ordnung, in den Originalzustand. Und ich glaube, wir beide und die Zuschauer, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns alles an, wie der Baufortschritt ist und was es für Projekte und Pläne gibt. Aber sehr gern. Das ist wirklich toll. Auch bei der Decke. Eleonore, wir sind jetzt hier im Restaurant. Viele kennen das noch unter dem Paolo, unter dem italienischen Koch, der jetzt kürzlich auch leider verstorben ist mit 79 Jahren. Und was hast du als Besitzerin des Lindenhofs hier vor? Bleibt das am Restaurant? Was passiert? Es bleibt ein Restaurant mit einer exzellent guten Küche. Und wer reinkommt, das ist noch Überraschung, aber der Pächter steht fest. Wer der Pächter sein wird, möchte mir Eleonore also noch nicht verraten. Während des weiteren Rundgangs verrät sie mir aber viele Details über die weiteren gastronomischen Konzepte in der Zukunft. Es kommt noch was ganz Ungewöhnliches, was noch nie im Lindenhof gab. Es kommt eine Kochschule rein in die alte Küche von Paolo im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss kommt eine Kochschule und die wird zusammen mit dem Gesamtgebäude und dem Restaurant irgendwann im nächsten Jahr, sagen wir zwischen März und Juni, eingeweiht? Genau so. Super. Richtig. Der Rundgang führt uns in den Theatersaal des Gebäudes, den einzigen Jugendstil-Theatersaal der Stadt Braunschweig. Wir haben hier einen Saal, der so schön ist, dass er bespielt werden muss. Und er war ja auch schon bespielt. Du hast hier sehr viel gemacht, Konzerte, Lesungen. Was ist für die Zukunft deine Idee für diesen herrlichen Saal? Dass er wieder zum Leben erwacht wie früher. Ja. Durch Konzerte, durch Theatervorstellungen, durch Lesungen, durch Satire. Und kann auch die Bevölkerung in der Zukunft vielleicht den Saal mieten für Veranstaltungen? Selbstverständlich, dass wir vermieten bereits schon den Saal für die Feiern für 2022. Das ist ganz toll. Und ich habe gehört, dass die Gesellschaft der Staatstheaterfreunde, Theaterfreunde in Braunschweig, auch hier ja wieder ihre monatlichen Treffen abhalten werden. Was hast du noch an Kontakten schon geschlossen? Hast du Künstler schon darauf angesprochen? Und was sagen Schauspieler, Sänger, Musiker zu diesem Saal? Ja, die sagen immer dasselbe. Die kommen rein und sagen, es ist ein magischer Ort. Hier war immer Musik. Es ist inspirierend. Man spürt die Magie. Dann schauen wir uns mal an, was der Saal noch zu bieten hat. Aber gerne. Eleonore, der
Theatersaal und das Restaurant ist ja nicht das Einzige, was der Lindenhof zu bieten hat. Wir kommen hier in einen Bereich, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wo wir hier sind. Das ist die ehemalige Theaterbar, die auch so bleiben soll. Ja. Die ist erneut. Das Außenleben ist geblieben, das Innenleben ist auf dem Standard, neu gemacht. Wir können auch Bier zapfen. Was mich noch ganz fasziniert ist, dass es überall Möglichkeiten der Raumtrennung gibt. Hier kann man eine Tür ziehen, unten kann man im Restaurant einen einzelnen Raum separieren. Und was ist da für die Planung? Warum hast du dir das so überlegt, als du das ganze Haus neu konzipiert hast? Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben zu feiern, im großen Kreis, im ganz kleinen Kreis, als Familie, als Betrieb. Und wir haben in diesem Haus, wenn ich überlege, 5 verschiedene Möglichkeiten. Ja. Wie viele Menschen können so im Maximum, vielleicht auch außerhalb der Corona-Zeit, ohne Probleme hier ein großes Fest, eine Feier, eine Theaterveranstaltung genießen? Für eine Feier würde ich sagen 100 bis 160, sehe ich gar kein Problem. Ja. Vorstellung 120, 150. Das heißt, es ist wirklich eine riesige Möglichkeit, die gegeben ist. Und ich freue mich jetzt besonders, dass du uns gleich etwas zeigst, was es bisher noch nicht in Braunschweig gegeben hat und was dieses Haus auch nicht kennt. Ach ja, das Haus bekommt ja das alte historische Dach. Und die Academia de Tango Argentino, die wird ihre Räume nach oben verlegen. Ja. Das heißt, getanzt wird unter dem Dach über die Dächer von Braunschweig. Dann müssen wir uns das anschauen. Aber gern. Führ mich bitte hin. Danke. Sehr gern. Auf dem Weg zum Dachgeschoss erzählt mir Eleonore, dass die Bauarbeiten momentan unterbrochen sind, da sie noch auf die Baumaterialien für das Dach warten muss. Noch ist nicht viel zu erkennen von dem neuen Saal, der hier geschaffen wird. Aber die Erläuterungen von Eleonore hören sich sehr beeindruckend an. Hier kommt ein wunderschöner Turm hin, ja, mit Dach und Ziegel und allem. Und ich freue mich einfach darauf. Und das heißt, irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres ist das gesamte Gebäude, der gesamte Lindenhof, so wie er mal 1908 war. So ist es geplant, Sven. Ja. So ist es geplant. Und du planst du auch Wohnungen oder was soll mit dem Rest werden? Wohnungen sind nicht geplant. Wohnungen sind nicht geplant. Aber was mit den Räumen passiert, das weiß ich noch nicht. Ist gut, das heißt, das entwickelt sich auch. Es entwickelt sich, ja. Das braucht Zeit. Von dem Gerüst aus bietet sich uns ein fantastischer Blick über die Dächer von Braunschweig. Ein Ort im Herzen der Stadt. Und eine letzte Frage habe ich noch. Mich interessiert, wie dir die Braunschweiger helfen können. Was würde dir helfen, wenn man es dir gibt, wenn man es dir bringt, wenn man es dir sagt? Denn der Lindenhof ist eine Institution seit 112 Jahren in Braunschweig. In der Tat würde ich mich sehr freuen, zum Beispiel über alte Fotos. Ja. Über Fotos vielleicht noch in der Vorkriegszeit. Mhm. Das würde mich unglaublich freuen. Oder vielleicht über das Geschirr, was früher hier war, in diesem ehemaligen Lindenzweig. Ja. Also danach kam es der Lindenhof. Erstmal war Herr Lindenzweig, der das eröffnet hat. Ja. Ja, eigentlich Erinnerung. Erinnerung, ja, Geschichten, Erinnerung. Das wäre sehr interessant, sehr schön. Vielleicht wird Ihr Wunsch erfüllt. Eleonore verrät mir aber auch noch, dass sie einen Traum für das fertige, restaurierte Gebäude und den Theatersaal hat. Einen Konzertflügel, als Spende oder als Leihgabe. Ein interessanter Rundgang geht vorbei. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass hier bald ein blühendes Theaterleben im Lindenhof stattfinden wird. Eleonore, ich danke dir ganz herzlich für die Führung durch dieses wunderbare Gebäude. Tschüss, bis zur Eröffnung. Bis zur Eröffnung, lieber Sven. Alles Gute, tschüss. Dankeschön.